can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still. The Watch, der Teaser verrät ja erstmal nicht so viel über den Film, aber weil wir natürlich mehr wissen wollen, habe ich mir einfach jemanden ins Studio geholt, der mehr erzählen kann. Oliver Rohrbeck ist nicht nur ein extrem sympathischer Typ, sondern obendrein auch noch die deutsche Synchronstimme von Ben Stiller und war deshalb bei The Watch, Nachbarn der dritten Art, natürlich mit dabei im Studio bei der Synchronisation. Hi Olli, schön, dass du bei mir bist. Freut mich auch. Olli, worum geht's denn in dem Film eigentlich? Die fahren ja nicht 90 Minuten nur mit dem Auto rum. Nein, die fahren nicht 90 Minuten mit dem Auto rum, aber sie leben in einer der schönsten Städte der Welt und wollen ihre Stadt schützen. Das heißt, sie fangen dann an, eine Nachbarschaftswache zu gründen und nachts zu patrouillieren, damit da auch ja nichts passiert. Sie wollen ihre kleine Vorstadt und ihre kleinen Kurse, die sie da machen, ihre kleinen Nachbarschaftsaktivitäten wie gemeinsames Joggen und so, das wollen sie alles schützen. Sie fangen an, nachbarschaftlich zu patrouillieren und stellen fest, da läuft irgendwas ganz merkwürdig. Das hat irgendwas mit Außerirdischen zu tun und sie stoßen tatsächlich auf Außerirdische, vor denen sie sich schützen müssen. Also am Anfang klang es noch extrem piefig, aber jetzt wird die Sache interessant. Das gucken wir uns mal kurz an. Sehen wir nach, was das war. Wow. Oh, Scheiße! Hier ist eine Alien-Invasion im Gange. Schatz, lass die Polizei das regeln. Jeder von diesen Leuten könnte ein Alien sein. Willkommen im Schlaraffenland. Was soll das hier? Wer sind diese Leute? Tatnamen sofort raus aus meinem Zimmer! Tut mir leid, Mama. Ich wollte einen auf großen Macker machen. Hab dich lieb. So, also Aliens reiten ein und diese Vögel sollen die Aliens sozusagen abwehren und die schöne Stadt beschützen. Nun spielt ja Ben Stiller immer so Rollen, wo man denkt, ah, so ein bisschen fremdschämen, ah, so ein bisschen trottelig. Ist es in dem Fall auch wieder so oder ist er endlich mal eine coole Sau? Also er ist keine komplett coole Sau. Er versucht eine coole Sau zu sein, aber er rutscht dann immer wieder ab in dieses Nerdfach, das er ja so gerne besetzt. Er ist immer der Nerd vom Dienst und bekommt am Ende doch die coolste Frau der Welt ab. Hier in dem Fall hat er schon eine coole Frau, hat aber noch keine Kinder. Und die ist auch ein bisschen verrückt und kommt mit ihm manchmal nicht so ganz klar. Er ist sehr spießig in diesem Film, ist teilweise eben auch nerdhaft und kann aber am Ende die Aliens besiegen. Mit seiner Nerdhaftigkeit. Wir quatschen noch ein bisschen weiter. Wenn ihr das sehen wollt, dann seppt mal eben rüber zu Leinwand TV. Wir wollen euch hier im VIP-Magazin nicht nerven. Also schaltet rüber zu Leinwand TV, da quatschen wir noch ein bisschen. Ciao. Danke, Olli.